Baby Mamas. Oh, wow, 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 wow. Jetzt kriegen wir den lovely Lady Lover Oleksij zu Gesicht vielleicht. Für die Leute, die hinterm Mond leben und zu tief wie bald Holz hacken, wissen noch nicht, dass das Punktesystem von mir wieder back ist. Ich bin hier back am Start mit dem nostalgischen Punktesystem. Ich habe hier eine Pinnwand, Pinnadeln und werde für alles, was mir gefällt, einen Punkt geben. Es ist komplett willkürlich. Ich mache das genauso, wie ich will. Es hat keinen... Na doch, was heißt Sinn hat schon. Es ist einfach irgendwie cool so, weil wir das früher auch immer gemacht haben, als ich noch Herz und Leidenschaft hatte und das Ganze nicht nur für die Klicks gemacht habe. Also quasi bevor ich mich so verändert habe, was alle sagen. Da haben wir das noch mit dem Punktesystem gemacht und wir machen das auch so. Wenn mir was gefällt, gibt es einen Punkt. Wenn mir was richtig gut gefällt, gibt es 2 Punkte. Wenn ich was barbarisch überkrass finde, sei es ein krasser Flow, Wortspiel, weiß ich nicht, sonst irgendwas, gebe ich 3 Punkte. Und wenn ich was aber nicht so gut finde, ziehe ich demnach auch Punkte ab. Oleksij Baby Mamas, meine Angst, die ich habe, ist, dass das ein... Baby, komm mit mir nach Santorini. Auf dem Passenger im Lamborghini. Sowas wird. Aber schauen wir mal. Oleksij, krasser Typ. Könnte geil werden. Was ist das nochmal von Tupac Sample? Was ist das nochmal von Tupac Sample? Schnell. Letter from my unborn child. Ja, Mann. Alter. Take these broken wings. And I'm gonna rule the world, but I know if I keep talking about how dirty it is out here, somebody gonna clean it up. Ah, das ist gar nicht Take These Broken Wings, oder? Ist ja auch scheißegal. Letter to my unborn child, okay, Sample erkannt. Mehr oder weniger. Finde ich das jetzt schon scheiße, oder? Nee, komm, Alter, ich muss mich daran gewöhnen. Ich muss mir auch immer wieder vor Augen halten, dass früher die ganzen Leute auch gesampelt haben. Dr. Dre und alles mögliche. Das ist wirklich so, ich muss mir das vor Augen halten. Ich muss da immer mehr peu à peu, ja. Wie der Französe sagen würde, muss ich da mal meine Stinkstiefel-Attitude ein bisschen loswerden, wie auf Flohmärkten. Okay, das ist wieder voll komisch gemischt, Alter, oder? Willst du Sex? Ist das sonst jemand noch? Schlaf mit Schafe in meinem Bett, halt sie fest. Schlaf mit Schafe in meinem Bett, halt sie fest. Ist es auch Take these broken wings? Take these broken wings. Ja, jetzt ist schon so angelehnt auch auf jeden Fall an die Melodie, oder? Ich bin aber, ich muss einfach sagen, ich finde Oleksij hat so dieses, der hat so diese, ich weiß nicht, der hat so eine, ich bin schon so ein kleiner Oleks-Fan, weil der so eine, der hat so eine, ich mag dem seine, bei dem kommt alles so nasty und dirty und abge*** drüber. Ich häng am Block, verteil mein Stoff, mein Kind braucht Geld, Pimpers. Okay, und jetzt ist es vielleicht viele nicht zu verstehen, aber spätestens jetzt, warte mal, ich lasse den Einstieg nochmal laufen. Ich bin kein Fan davon, wenn der Part, ist ja wie bei einem Ausstieg, wenn der Part noch nicht zu Ende ist und die Hook schon so reingekretscht kommt, dass man das Ende vom Part gar nicht mehr versteht. Und hier ist es genau andersrum, die Hook läuft noch und er kommt mit einem Einstieg rein. Mit einem Einstieg, der über die Hook schon drüber geht und es ist ein bisschen so ein Zabasch-Einstieg. Der steigt nicht so auf die 1 ein oder so, 1, 2, 7 davor, sondern Baby, ich weiß, du dürfen und du. Der kommt so voll. Es ist nicht einfach, nicht zu sein, yo. Und das gibt auf jeden Fall einen Punkt. Ich bin auch so mysteriös und paradox und konträr und so, das jetzt klingen mag. Ich gebe auch für die Hook einen Punkt. Auch wenn ich vielleicht bei anderen Leuten da jetzt gegen geschossen hätte. So, mir gefällt es aber. Mir gefällt es, Digga. Shorty gonna be a player, war in jedem Mal verliebt. Lange Nächte sind zu heiß und ich schmeiße rum mit Geld. Langsam schmilzt mir mein Nice, meine Tage sind gezählt. Lange Nächte sind zu heiß und ich schmeiße rum mit Geld. Das ist ein bisschen Tupac-Flow. Wenn er es noch krasser betont hätte, wäre Tupac-Flow. Vor allem, weil er die nächste Zeile genauso auch von den gleichen Silben reimt. Shorty gonna be a player, war in jedem Mal verliebt. Lange Nächte sind zu heiß und ich schmeiße rum mit Geld. Langsam schmilzt mir mein Nice, meine Tage sind gezählt. Die Nächte waren zu heiß und ich schmeiße rum mit Geld, aber langsam schmilzt mir mein Eis und die 3 Tage sind gezählt. Ich finde das gut, Digga. Es ist wirklich, guck mal, ich finde, es gibt so Songs, bei dem Titel Baby Mama habe ich direkt schon wieder eigentlich Upturn gekriegt, weil ich gedacht habe, das wird halt genau wieder so ein Oh Baby, du riechst nach Dom Perignon, Baby, komm mit zu mir.
so da diese Scheiße halt, die so viele Rapper machen, ne? Aber das ist für mich ein cooler Baby Mama Song. Wirklich, der hat noch Rap-Attitude. Baby Mama, tut mir leid, doch ich werde für euch da sein. Ich liebe halt die Straße und ich sage nur die Wahrheit. Weiß genau, wo ich noch klein war, Papa hatte uns. Verlassen. Ich wollte niemals so sein, doch der Spiegel wird mich hassen. Bruder, pass auf, wen du liebst, grad was ist denn ohne Gummi? Das war's mit den... Bitte was ohne Gummi? Niemals so sein, doch der Spiegel wird mich hassen. Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt endlich, dass die Trumps reinkommen, weil so nur der Bass, nur die 808 ohne richtige Kick und Clap und so, ne? Ist vielleicht ein bisschen mau und genau dann kam der Drop. Nur die Wahrheit, weiß genau, wo ich noch kleiner Papa hatte uns verlassen. Guck mal, da sind nur 808 und Snaps. Irgendwie so. Und jetzt knallt's gleich richtig, Digga, mit der Kick und der Clap. Spiegel wird mich hassen, Bruder, pass auf, wen du liebst. Grad was ist denn ohne Gummi? Das war's mit dem Traum, du bist selbst schon du Dummy. Bruder, immer wenn sie weint, legt das Kind. Aber warum reimt er denn, wenn er schon Gummi reimt, warum sagt er denn dann Dummy und nicht Stummi? Gib das Kind ab in die Tonne und singe vor ein Lied. Flüster leise in die Ohren, nimm die Waffe, drück, klick, warte, cool. Was, aber jetzt mal, was? Er legt das Kind in die Tonne. Leg das Kind ab in die Tonne und singe vor ein Lied. Flüster leise in die Ohren, nimm die Waffe. Also ich finde den Text irgendwie ein bisschen komisch so, aber ich mag den Flow von ihm sehr. Auch wenn er natürlich ein bisschen an Tupac angelehnt ist, aber scheiß drauf so, ich finde es sehr nice, weil er geht mit seiner, das ist so ein bisschen Sing-Sang-Rap, er geht mit seinem Rap trotzdem so tonal auf den Beat ein und das mag ich. Bruder, immer wenn sie weint, legt das Kind ab. Bruder, immer wenn sie weint. In die Tonne und singe vor ein Lied. Und singe für ein Lied. Was ist Lied? Ist ein bisschen tonaler. Leise in die Ohren, nimm die Waffe, drück, klick, warte, Kugel fickt daneben. Brüder sagen, OL, so ist das Leben. Ich bin einfach noch zu jung, mach das alles nur für Mama. Egal was sie sagen, ja, dann bin ich eben Papa. Egal was sie sagen, ja, dann bin ich eben Papa. Also Lyrics weiß ich nicht, vielleicht ist es noch zu früh im Stream, check ich nicht so ganz. Vielleicht check ich es aber mehr, wenn ich hier mal einen Schluck von meinem Partner Holy nehme. Digga, das ist einfach noch komplett gefroren. Aber es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Wie ein Model im Megas. Es ist einfach geil. Versteht ihr, wie ich meine? Wortspiel par excellence. Checkt das gerne mal aus. Zweiter Link in der Beschreibung. Nicht der erste. Wenn ich der erste sage, kriege ich einen Einlauf von der Mieze verpasst. Es ist der zweite Link in der Beschreibung. Checkt gerne mal das Probierpaket aus. Tassen, Becher, Flaschen, Energy Drinks, Eistees. Geile Geschmäcker. 100% vegan. Also rein da. Nach dem ersten Schluck habt ihr die gleiche Pose, die Olex hier gerade macht. Du weißt, ich muss gleich weg. Willst du Sex? Ich dass uns jemand noch. Ich finde, bei Olex ist die Mische immer komisch, aber bei Olex ist auch oft so, dass die Songs auf YouTube anders gemixt sind als auf YouTube, als auf YouTube anders als auf Spotify. Das ist, ich mag das. Ich häng am Block, mein Kind. Ich mache es für die Baby-Mamas. Ich wüsste es so. Hey. Mama, was soll aus mir werden, womit hab ich... Er steigt schon wieder eigentlich so ein, wie ich es gar nicht mag, aber ich finde es beim Einstieg besser als beim Ausstieg, wenn sich Hook und Part crashen. Ich mache es für die Baby-Mamas. Ich wüsste es so. Hey. Mama, was soll aus mir werden, womit hab ich das verdient? Greife weit. 95% vegan wäre, wenn dann ein halbes Babyschwein da drin wäre. Rein püriert. Nach den Sternen nenne ich schwarze Magie. Es war so klar, dass sie mich liebt, doch für mich nur eine Nacht. Und daraus wurden zwei und die dritte. Macht mich hart. Ich brauch eine Stunde für das Lied. Nimm mich Joel, Mama, fuck, Mama betet für den Sohn aus dem Ghetto, dass er schafft. Also, ich gebe einfach noch mal einen Punkt für den Flow. Ansonsten, so von den Zeilen her, gibt mir es jetzt nicht so viel. Aber was ich auf jeden Fall auch belohne, was jetzt in diesem Punkt auch so ein bisschen mit einfließt, ist so, dass es halt, dass der Beat, dass es kein Schema-F-Song ist. Er hat so die Schablone vor dem Schema-F-Song, allein das Video auch, diese Drohnenaufnahmen, da südländisches Terrain und alles so diesen Vibe. Aber textlich gesehen ist es halt, wie gesagt, nicht dieses Schema-F...
Gekotze. Sie handelt, damit ich flieg und die Scheiße hier vergesse. Doch eigentlich ist sie nett und sie macht mir was zu essen. Baby, ich will keinen Krieg. Ich bin Reime, ja, vergessen und essen. Reime könnten natürlich auch schon ein bisschen mehr gehen, aber Olex ist ja eh eher so der Boy, der über Flow kommt. Ich will keinen Krieg. Ich bin einfach nur ein Schreib. Meine Seele ist zu jung, bin für das hier nicht bereit. Warum bin ich nur so tief? Tief. Wenn ich schlafe, tut mir leid, diese Nacht. Da sind diese I und I-Silben auf Zeile 1 und 3. Das ist halt, ja, das ist eigentlich auch nice betont. Er macht es bei der zweiten Zeile nicht, aber bei der ersten, dritten und vierten macht er. Ich will kein Krieg, aber da war da mich reif. Und so ähnlich. Ach, was soll ich dir erzählen? Ja, so geht es einem Star. War so klar, sie hat einander, macht das alles nur für Mama. Egal, was sie sagen, ja, dann bin ich eben Papa. Ich finde so, die Reime sind wirklich sehr. Also, wie gesagt, Olex ist sowieso nicht so der, der so krass über die Reime kommt, aber ich finde die Reime hier schon sehr plump. Also, so, es ist jetzt wahr und jetzt ist es klar. Und Star, war so klar, sie. Oder ein Star, es ist klar, denn ich bin ein Star. So, das ist so ein bisschen so Maushaus raus und Wandstrand-Sand-Gereime. Ist schon nicht so geil. Ja, deinander macht das alles nur für Mama. Egal, was sie sagen, ja. Kleine Frage, kommt eine Reaction zu Bushido? Nee, das steht nur zum Clickbaiten im Titel. Bitch, weg, willst du Sex? Ich dass uns jemand noch hört. Schlaf mit Schafe in meinem Bett, halt sie fest. Es ist schon, schlaf mit Schafe in meinem Bett, halt sie fest. Ich häng am Block fest. Ja, Geld, das Stoff, mein Kind braucht Geld. Pampers und so. Ich mach es für die Babymamas. Das gefällt mir auch. Ich mach es für die Babymamas. Hier ist wieder Polizei. Ey, Polizei und Feuerwehr die letzten Tage hier wieder. Ich sag dir ehrlich, Digga. Am Tag 20 Mal und das ist nicht übertrieben. Ich weiß, es ist so heiß im Sommer. Guck mal. Ich finde auch so Rapper geil, die so einen Flow haben, dass sie Reime, dass sie Dinge aufeinander reimen, die sich überhaupt nicht reimen. Ich mach das für die Babymamas, denn es ist so heiß im Sommer. Er reimt quasi, also ich weiß gar nicht, ob das reimt, aber es klingt so von der Betonung her so, als reimt der Babymamas auf heiß im Sommer. Ja, eigentlich eine schöne Nummer, gibt's nicht viel auszusetzen, aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen wie Kneipenschläger und demnach geht Olex Esch. Ich schalte es jetzt immer in die Kamera, weil ich mache das nicht mehr, die ganzen Reactions auf eine Seite, sondern ich mache jetzt gleich einfach einen neuen Zettel, damit ich jetzt immer so schön in die Kamera halten kann. Olex Esch ist nach Hause gegangen mit 4 Punkten. Die Punkte da weg. Die Punkte da weg, du Schmari!